mit. Das nehme ich gern mit. Thank you.
sind die Koordinaten, die Wesley seinen Scherben im Schatten hat. Mal nachsehen, was die Eclipse vorhaben. Eclipse. Ich muss in diese Ruinen kommen und herausfinden, was sie vorhaben. Dann los. Lauf! Hey! Hätten sie gezwungen, willst du mehr? Waren alle. Jetzt muss ich in diese Ruinen. Ich kann hier reinhelfen. Was auch immer Wesley macht. Lass uns reden. Das gebe ich einem Färber. Du da! Ich kann dir hochhelfen. Das
Das kommt für später zum Vorrat. Sie geht von der Seite nicht auf. Ist irgend so ein Spezialschloss. Eclipse-Bastarde. Das war's für dich! Also, Vesri hat tatsächlich eine Festung gefunden. Hör zu. Du willst die aufhalten? Du könntest über das obere Gerüst rein. Die Südmauer ist noch nicht komplett verstärkt. Vesri hockt auf der anderen Seite der Grube. Wer bist du? Und die anderen? Ich bin Yeth. Wir alle sind Utaru. Die Eclipse macht die Grenzen von Reinklang unsicher und entführt unsere Leute. Ohne dich hätte ich mich totgeschuftet. Die Eclipse hat dich entführt. Ja. Vor ein paar Wochen war ich Kundschaften, als sie mich fanden. Kundschaften? Naja, eigentlich war ich auf der Suche nach Schrott. Im Moment ist es in Reinklang nicht sonderlich schön. Gibt kaum Essen. Kaum was zu tun. Natürlich ist es tausendmal besser als das hier. Nächstes Mal bleib ich lieber daheim. Die anderen sind weggerannt. Kriegen die das hin? Die laufen nach Reinklang. Ich denke, die werden das schon schaffen. Ich sorge mich mehr um die, die noch drin sind. Die sind Schuften oder in der Zelle. Ich schau mal, ob ich sie finde. Weißt du, was mich da drin wohl erwartet? Eclipse-Schergen, Killermaschinen, gefährliche Waffen der Alten. Was denn für Waffen? Was weiß ich denn? Die haben mich immer nur verprügelt. Ihr Anführer faselt ständig etwas von der uralten Macht des Todes. Das klingt ziemlich übel. Du solltest wohl besser zurück. Und meine Chance auf Rache verpassen? Ich will helfen. Dann bleib hier und überlass das Kämpfen mir. Wenn ich da drin wen rette, freut er sich über ein freundliches Gesicht. Dann sei das Glück mit dir. Ich genieße wohl einfach das Spektakel. Eine Schlacht geschlagen haben. Gekämpft. Es gab wohl eine Belagerung. Dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Nehme ich mit. Das ist mein Weg hinein. Wir Privilegierten werden über Tausende herrschen. Hier hat die Eclipse sich etwas aufgebaut. Reißen wir es also nieder.
Nicht länger lassen die Masse der Karja auf uns. Wir sind frei. Frei zu erobern. Meridian ist erst der Anfang. Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Kein Verstecken mehr! Schlagalarm! Denkt daran, nur ich kann euch diese Gabe geben. Nur ich kann euch führen. Denn ich bin jetzt mehr als ein Mensch. Ich trage jetzt die Macht des Todes. Zu den Wachen. Auf zu ihrem Anführer. Diese Lautsprecher müssten mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir Privilegierten, werden über Tausende herrschen. Kommt in meinen Vorrat. Nicht länger lassen die Massen der Karte aus. Wir sind frei. Frei zu erobern. Eine Fremde? Wer ist sie? Otaro gefangen. Hilfe! Beruhigt euch doch. Ich werde euch befreien. Dank und Segen! Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Durchhalten!
Ich hole euch da raus. Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein? Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. Ihr alle, versteckt euch, bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesrae. Denkt daran, nur ich kann euch diese Gabe geben. Nur ich. Denn ich bin jetzt mehr als ein Mensch. Ich trage jetzt die Macht des Todes. Ich meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Ah, die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du dich freiwillig... Halt die Klappe, Vesrae. Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Änderung. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Ah!
dir gut? Ja, ja, das wird wieder. Ich hoffte, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen, sie sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schau mich mal treue um. Treue Eclipser. Mal sehen, ob da noch mehr Eclipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Habt ihr das Sonnenreich verlassen? Mein Rucksack ist voll. Auf der Suche nach ich kann etwas, es später aus dem Vorrat folgen nehmen. Könnt. Eure Reise endet bald. Kommt mir bekannt vor. Das war dann wohl der letzte. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, werden sie sie finden. Dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Fünf Stämme. Fünf Bomben. Das ist perfekt. Wenn ihre Hauptstädte zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesre lassen. Er hatte große Träume. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich sollte mit Jeff reden. Ihm sagen, was ich gefunden habe. Und, was gibt's? Vesres Kameraden sind tot. Die Eclipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaro dar. Und auch nicht für den Rest der Welt. Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein dürrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Das ist Reserve für später.
Die werde ich bestimmt bald brauchen. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Was für ein Glück, dass du hier bist, Fremde. Ich bin Jax. In der Höhle, da sitzt ein Trupp von Tenakt. Die haben wohl Ärger. Mindestens ein Verletzter. Ich will ihnen helfen, aber die Tenakt könnten so ein Angebot als Beleidigung verstehen. Auch wenn sie Hilfe brauchen. Unterstützt du mich? Ich sah dich vor dem Chor sprechen. Ich weiß, du kannst überzeugend sein. Und wenn es hart auf hart kommt, bin ich mit deinem Speer an meiner Seite stärker. Ich werde es versuchen. Duda! Das Lager gehört dem Adlertrupp. Verschwinde oder stirb! Ruhig, Adler. Ich will nicht kämpfen. Nur verhandeln. Du kennst unser Zeichen dafür? Lasst uns rein, dann reden wir. So weit, so gut. Ihr seid weit weg von der Wüste. Was? Die Person wurde geblendet? Mann, dir entgeht auch gar nichts. Offenbar ist eure Trainingsmission nicht gut gelaufen. Wir wollen euch helfen, wenn ihr annehmt. Woher weiß ein Utaru von unserer Trainingsmission? Er kannte auch das Verhandlungszeichen. Er ist kein Utaru. Oder Tenakt. Er muss ein Veteran sein. Ein Veteran? Dachte, von denen gibt's keine mehr. Wir brauchen keine Hilfe von kaputten Bauern. Wenn ich mich nicht täusche, sieht das ganz anders aus. Schwester. Klingt, als möchten sie uns nur helfen.
Warum denn nicht? Was haben wir zu verlieren? Was braucht ihr? Vorräte. Dörrfleisch, Munition, Waffen, Lagerausrüstung. Recht viel für eine Reise zurück in die Wüste. Alles, was wir brauchen, ist in Flusswacht. Da liegt noch eine Menge Kriegsbeute rum. Reste von der Schlappe. Die Schlappe? Als unsere Truppen die Kaja nach Fahrlicht vertrieben, ließen sie die Falken die Niederlage spüren. Das tat weh. Marschall Kenira erschoss fliehende Kaja von einem Turm in Flusswacht aus. Ihr Trupp sammelte die Beute. Das Zeug liegt einfach so rum und wartet auf uns. Da streifen tödliche Maschinen herum. Und die Ruine steht auch kurz vor dem Einsturz. Du meinst, Maschinen und Ruinen können den Adlertrupp aufhalten? Nein, aber diese Wunden. Jax und ich holen euch die Vorräte. Das ist unsere Mission. Die überlasse ich doch keinem... Na gut. Komm mit uns. Gut. Ihr drei haltet hier die Stellung. Bis später. Pass auf dich auf. Zur Ruine geht's da lang. Wenn wir erst die Vorräte haben, wird alles wieder gut. Was sagst du? Was soll das bitte heißen? Der Zustand deines Bruders ist... Das ist nicht dein Problem, Bauer. Was sagst du? Sag das nicht ständig. Ganz ruhig. Wir wollen doch nur helfen. Das sagst du. Wir müssen den Fluss überqueren. Und das Fremdenlager an der Straße meiden. Eindringlinge. Sie sind Fremde in diesen Landen, genau wie ihr Adler. Stimmt das nicht? Ich hasse es, nass zu werden. Sie ist hart wie ein Verwüster. Das habe ich gehört. Die sind da. Der Eingang sollte unter dem Bogen da sein. Im Griff. Könntest dich auch einfach bedanken, Jungspund. Ich hätte es besser hinbekommen, wenn ich nicht auf dich aufpassen müsste, Opa. Geht's mir nicht gut. Da
Der Bauer hat seinen Kampfgeist wohl doch noch nicht verloren. Die Vorräte liegen da oben. Das ist verdammt hoch. Höhen schrecken den Adlertrupp doch nicht ab. Was willst du damit sagen, Opa? Genug. Ich kann gut klettern. Ich hole uns die Vorräte. Komm, mal sehen, ob wir die Maschinen zerlegen können. Vielleicht bringe ich dir da mal was bei. Was soll ein Bauer denn bitte dazu wissen? Ich habe Jahrzehnte Erfahrung und dich gibt es erst sehr kurz. Okay, ich muss einen Weg in die Ruine finden. Der Sack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Das Vorratslager dürfte ganz oben im Turm sein. Aber wie komme ich da hoch?
nicht die Vorräte, die ich suche. Ich suche besser weiter. Muss weiter oben sein. Werden nicht lange reichen. Dich kann man echt nicht alleine lassen. Jax und Sokora haben Ärger. Ich muss schnell zu ihnen. Sind Jax und Sokora. Ich muss da rein und diese Maschinen erledigen.
steck ich ein. Nicht die Vorräte, die ich suche. Geschafft. Ich sehe lieber nach Jackson und Sokora. Guter Kampf, Adler, obwohl du das Ding nicht hättest provozieren müssen. Was hast du gefunden? So gut wie gar nichts. Sokora, es gibt hier Nahrung für circa einen Tag und ein paar vertrocknete Heilkräuter. Da sollte doch mehr sein. Genug für... Ihr wolltet nie wirklich nach Hause gehen, nicht wahr?
Wie meinst du das? Ein Blinder kann nicht kämpfen. Und wer nicht kämpfen kann? Die Tenakt werden Cory töten, weil er blind ist? Er muss gegen eine Maschine kämpfen. Das halten sie für würdevoller. Es ist dennoch ein Todesurteil. Ihr wolltet mit den Vorräten also in der Wildnis leben. Ich dachte, es würde für den Anfang reichen. Können Sie nicht in Rheinklang bleiben? Rheinklang kann jetzt schon selbst kaum genug. Der Chor würde das nie erlauben. Wir sollten zurück. Ich bringe den Jungspund heim. Wir treffen uns an der Höhle. Das will ich auch mal probieren. Nein, das ist, kann nicht sein. Zu holen. Waren die nicht mal äußerst? Das sind nicht die Vorräte, die ich suche. Letzteres eher weniger. Eine Art Krankheit hat dir angefallen. Du sagtest, das sind die besten Gräber im Anrecht. Und du sagtest, hier wimmelt es vor Artefakten. Und das hier, ist das nichts? Es ist ein Tablett. Bei der Sonne! Nicht einmal die besten Handwerker Meridians beherrschen solche Symmetrie. Was die Alten wohl darauf servierten? Vorspeisen oder Fisch? Es ist ein Tablett! Wer bist du? Roshavit, du würdest die Sonne nicht erkennen, wenn sie vor dir scheint. Das ist die Retterin von Meridian, die Seherin des Verborgenen. Du bist wegen ihnen da, oder? Ihnen? Den Relikten. Der See ist voll mit ihnen. Hier ist einst etwas Großes passiert. Dürfte ich mal sehen? Das sind viele Daten. Brauchen wir vielleicht einen Heiler? Was auch immer das ist, es weist hin auf etwas namens mobiles Deckungssystem. Oh, du meinst eine Abdeckung für das Tablett? Nein. Eher etwas, was in einem Kampf praktisch wäre. Woher hast du das? Die Ausgrabung. Da, wo es jetzt vor Maschinen wimmelt. Und falls die nicht einfach so verschwinden, werden wir gehen. Willst du denn nicht herausfinden, was hier passiert ist? Vielleicht geht das noch. Bei der Ausgrabung griffen euch Maschinen an? Das war furchterregend. Bei unserer Ankunft sah hier alles so friedlich aus. Im Wasser funkelte etwas und ich ging hinein. Es war das Tablett. Ich war so entzückt, dass die Maschinen nicht kommen hörte. Um ein Haar wäre ich gestorben. Ich war dabei. Du hattest eigentlich einen recht guten Vorsprung. Aus sicherer Entfernung sagt sich das so einfach. Wie dem auch sei. Ich hoffte, die Osseram erledigen das. Das sind angeblich die besten Gräber im Anrecht. Und jetzt jammern sie wegen Gefahrenzulage. Nie im Leben, solange wir nichts finden, was meine Kosten deckt. Wo ist die Ausgrabung? Dort sollte ich anfangen, wenn ich diesem mobilen Deckungssystem nachgehen möchte. Vielleicht finde ich heraus, was hier passiert ist. Die Ausgrabung ist hinter uns. Den See im Westen hoch. Ich wusste, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind, Retterin. Was wirst du uns nur erzählen, wenn du den See mit deinem zweiten Gesicht gesehen hast? Hoffentlich nur die Wahrheit.
heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Hey, nichts nutzt! Tun es als Knaben, über einen seiner blöden Drähte gestolpert. Ich sollte zur Ausgrabungsstätte gehen, von der Genders sprach. Die Maschine erledigen und nach Spuren des mobilen Deckungssystems suchen. Wie soll ich Ihnen beibringen, dass ich versagt habe? Sag die Wahrheit. Ganz einfach. Aloy, wir wollten gerade reingehen. Was erzählst du ihnen? Dass wir stark sein müssen. Dass es auch ohne Vorräte gehen muss. Das wird ein hartes Leben. Wenn wir zurückgehen, würden sie Corey einfach ermorden. Es muss irgendwie anders gehen. Ich wüsste nicht, wie. Dann haben wir jetzt alles. Der Vorrat war leer. Aber wir kriegen das auch so hin. Ihr dürft wegen mir nicht verhungern. Geht ruhig. Nein! Jax, du sagst, Reinklang hat jetzt schon nicht genug, um alle aufzunehmen. Und nur ich lasse meinen Bruder nicht zurück. In Reinklang ist er sicher. Und der Rest von euch kann nach Hause. Das ist die einzige echte Option. Das wird dem Chor nicht gefallen. Aber was, wenn ich für ihn bürge? Wenn ich ihm zu essen gebe? Das könnte klappen. Natürlich nur, wenn Corey das will. Nein! Ihr nehmt ihn nicht mit! Sukura? Das ist wohl die beste Option. Hier draußen bin ich nur eine Last. Das ist mein Wille. Lasst mich mit ihm gehen. Wenn du unbedingt willst. Aber Bruder, das bedeutet nicht das Ende für uns. Ich besuche dich in Reinklang. Und weder Utaru noch Tenakt können mich aufhalten. Das würde ich Ihnen auch nicht raten. Ich bleib hier und helfe Ihnen packen. Dann nehme ich Corey mit mir. Du hast Kraft und Weisheit gezeigt. Das sieht man nicht oft. Ich danke dir und Sie sicher auch. Ich sollte mich ausruhen, auf die Herde warten.
dann weiter. Fast vier. Als ich zuletzt dort war, konnte ich...